Moin! Willkommen zurück bei... Richtig, 2012. Tja, beim letzten Part muss ich viel Spaß haben. Ist das? Dinge gemacht haben, gehen wir mal zur Karte und gucken mal, was wir zu tun haben. Wir können natürlich das machen, aber das hatten wir schon gewonnen und damit wir aufsteigen, müssen wir Events machen. Tja, wie macht man die Events? Indem man einfach und einfach nein, nicht downgraded, C-Punkt. So, 1,3 Kilometer. Ich würde man jetzt direkt merken, was sich überhaupt hier getan hat. Qualität hat sich hier ein bisschen was getan. Was gemacht und Qualität. Ja, man die Knall oh! Hab ich! Jetzt habe ich 6 Punkte gekommen. Oh. Und die Sounds klingen immer noch besser. Ja, ich freue mich, dass ihr jetzt einfach eingeschaltet habt. Denn ihr wisst, es ist einfach nicht mal geschissen Deck. Aber wir sind weg. Moment. Es ist wichtig, wenn ich jetzt Autos sammle. So. Dann hat man es schon mal. So. Wir gehen wir erstmal zum Punkt, nachdem wir im letzten Part viel Spaß hatten mit unserem Porsche, gehen wir jetzt endlich mal zum nächsten Rennen und damit wir zum Most Wanted Nummer 10 freischalten. Das sieht gut aus. Ich weiß jetzt nicht, was da gerade überhaupt passiert. Okay. Metro. Mal dran. So. Ja. Tesla ist auch dabei. So viel Nitro, dass man auch schon mal vergessen hat, dass es hier eine Stahlwand gibt. Genau. Das ist so ein schweres Rennen, weil das ist ganz schön, dass es einfach so ist. Platz 3 gehen. So. Nicht. Das ist auch wieder falsch, weil die Kiste auch gar nichts wiegt. Ja, das kann man ja auch nicht mehr machen. Ich glaube, würde. Fahr ich denn überhaupt? Mal eine ehrliche Frage, wo fahr ich denn überhaupt? Nee, das starten wir neu, weil das ging katastrophal. Super, ein schöner Startversuch. Ich wollte doch schön ein munteres Let's Play machen und schon geriet das in Chaos. Ja, ja, ist schon klar. Nebenbei, falls ihr jetzt bemerkt, warum sinken bei mir die Abonnentenzahlen? Liegt nur daran, dass die meisten Leute auch mal keinen Bock haben, überhaupt andersweise Interesse an so ein schönes Let's Play zu haben. Überhaupt an einem Kollegen bei mir zu machen. Leute, wenn euch dieser Kanal nicht gefällt, schreibt mir einfach, okay? Ihr könnt mir jetzt nicht direkt ruhig sein, direkt ja, kein Video. Mission speziell gemacht. Fahr ich
Schade, wir werden. Und wir sind trotzdem Erster geworden. Bei einem schweren Rennen. Muss ich mal im Vergleich zum ersten Part mal angucken, was wir für Probleme haben. Überhaupt, ja, nee, überspringen. Das werde ich nicht einbauen. Das werde ich aber einbauen, aber erstmal. Ja. Finde und besiege ihn. Nimm dir seinen Wagen und sei einer der Most Wanted. So, nachdem wir dieses Tutorial mit dem Mächtiger Most Wanted gemacht haben, wissen wir schon ganz genau, wie es geht. So, Fallschutz. So, wir können jetzt natürlich den Most Wanted Wagen machen, aber ich würde erstmal Tempojagd oder wie geht's hier? Ich glaube, wir machen kurz mal das Tempojagd. Und dann heißt es, oh, hier oben. Und dann heißt es gut, die Most Wanted Gegner anzutreten. Ja, da liegt ein Auto. Warte. Ah! Meine Heizung. Ja, das ist der erste. Der Deutschreifer SAT. Super. Meine Lieblingsgeneration. Das ist die alte. Kann ich auch. Ich mag die letzte Generation. Die ist ja beschissen aus. Sehr ehrlich. Ne? Ich höre das nicht mehr. So. Dann gehen wir jetzt mal zum Haus. Und wisst ihr was? Warte mal kurz. Wir können jetzt natürlich jetzt direkt die Ross-Hotz-Kinder machen. Das ist schwer. Ich entscheide mich mal kurz mal. Ich mach mal danach das restliche Rennen. Gehen mal. Nein. Trickmeter. Genau, wir machen das Most Wanted Rennen erstmal. Dann kommt die restliche Rennen. Das Problem ist, es denkt, ja, man kann die Most Wanted Fahrzeuge, wenn man sie geschnappt hat, nicht spielen. Und sie crasht. Also das heißt, man muss sie überhaupt noch. Das ist einerseits ein bisschen kompliziert, aber ist überhaupt sehr zu nachvollziehbar. Jetzt müssen wir nur noch. Ich fahre eine falsche Stunde. Ich sterbe. Gut, nochmal. Jetzt müssen wir nur noch zwei aus 20 rennen. Die ins Gesicht schlagen. Ha! Ah. Stimmt. Ich war das nicht. Mann. So. Die meisten kommentieren. Warum sinken bei mir die Abonnentenzahl? Au. Will nur einfach der Bücher. Zieht extra ganz hoch, um kein Auto mehr zu bauen. Scheiße, Mann. Oh, was ist denn hier? Oh, das ist mal Zahn. Haben wir. Was war da? Hier? Ah, hier. Und? Los geht's, der erste Most Wanted Gegner. So, das ist ein Alpha Romeo 4C Konzept. Damals gab es den Alpha Romeo 4C gar nicht. Noch nicht, das ist Konzept nur. Und es gab schöne Intros. Die Most
mal, 20 Gegner wurden, also sagen wir mal, die Autos wurden ziemlich schön dargestellt, sagen wir einfach so. Und man kann deutlich erkennen, dass es ein Burnout-Spiel sein sollte. Hat man allerdings nicht, weil... Warum auch? Warum? Zentrale benötigt Unterstützung. Verfolgen Sie 41. Stau wegen. So, der Motionsgegner ist nicht einfach... Verstanden, Kontrolle genehmigt. Informiere Einheiten in der Nähe. Sind descriptet, ja. Aber sind meistens fieser als die Motionsgegner. Zentrale, wir müssen einen Millimeter zu ziehen. Da war das schon ordentlich. Kein Schatz, war noch nicht descriptet, dass du entweder sie holen kannst oder nicht. Zentrale, wir brauchen Unterstützung. Wir sind hier wie endlich nicht im Nachteil. Alle Einheiten, Hilfe unterwegs. Sehen Sie hier, Einsatzleitung benachrichtigt. Oh. Negativ, Radar ist einfach durchbrochen. Ach so. Ja, ich muss mich einzuschalten. Auf der Straße. So. Ja, das ist jetzt hier. Ja, und es gibt Lage, ja. So. Ich muss mal so sagen. Meistens enttäuscht hat mich nur, dass die. Die Kaliber schon mal nervig und komisch geskriptet ist. Sondern sich vorne komisch auch angreifen, ne? Aber der erste ist einfach, damit man nicht den Gegner direkt, den Spieler nervt, sondern damit man... Sein erster Most Wanted-Fahrer ist geschlagen. Aber das ist erst der Anfang. Willst du ihren Wagen und ihren Platz auf der Liste? Verfolge. Ripper, wie sieht, anders als bei... Höhere Tops abgehängt. Bleibe außer Sicht oder fliehe. Ich habe ihn verloren. Lasst uns die Suchteams losschicken. Verstanden. Verdächtiger ist Verfolgung entkommen. Einheiten mit Selbstversuche beginnen. Bist du? Was zum Henker? Er hat sich... Ich verfolge den Verdächtigen weiter. Sitz als Code 3 vor. Der O3 hat Probleme. Rücken uns mit Festnahme. Was? Generell nicht geplant ist. So. Ja, und die Kopf sind hier auch extrem nervig. Der ist leider weg. Schade. Ist aber. Gut, schade. Der ist weg, der muss auf. Der macht aber nicht. Situation aktualisiert. Ja, ja. Ja, ich bin nicht schuld, dass die Pappen schon hier ist. Verstanden, MDC-Update an alle Einheiten vor Ort gesendet. Warte mal kurz, ich muss mal kurz mal Einstellungen gehen, damit ich mal kurz mal sehe, was... ja, Tastatur, nach links, rechts, wie kann ich den Motor ausschalten? So, Spieler spotten, Wagenwechsel, Flugzeug überspringen, Kamera wechseln, Kamera nach links, hoch, runter, den Link kenne ich. Hätte man
Ach, Moment. Ach, Moment, warte mal. Warte mal, Entschuldigung, ich muss das jetzt kurz mal machen. So, Audio, Echo 1, Stereo, Anzeige. Da. Da steht ein Raptor, warte. Ja, der Raptor hat sich was gehört. Ah, jetzt haben wir... Nein! Achtung, wir haben ich wurde erwischt. Mist. Verfolgung abgeschlossen. Over. Ach man. Ja. Es ist fies, aber die Cops sind wirklich aggressiv. Du wurdest erwischt. Häng nächstes Mal die Cops ab und bleibe außer Sicht, wenn sie entkommen. Ich bin außer Sicht, okay? So. Dann gehört es. Direkt mal eine Rastung umgehen und endlich mal das Rennen fahren. Ja. Was für ein Idiot. Was für ein Idiot, echt. Was für ein Idiot, echt. Du hattest die Chance, neben mir zu fahren, ne? So, da bist du ja, ne? Warte mal, bevor ich zum Rennen fahre, muss ich jetzt erstmal zeigen. So, meiner. Pech für dich, ne? Das war willkommen bei den Newsmanns. Hast einen Fahrer besiegt und gehörst zur Liste der talentiertesten Street Racer des Planets. Besiege und crashe 9 weitere Most Wanted, um Fairhavens Fahrer Nummer 1 zu werden. Super. Bist du gut genug, um das zu schaffen? Ja, bin ich. Ich muss mal ehrlich mal sagen, dass ich das nicht mehr das sollte eigentlich nicht mehr. So, wo hab ich den? Ich kann mich jetzt einfach nur aufrufen. Nicht? Ja, das war so ein super Platz, um ein Auto zu verstecken. Gut. Das war schade, echt. Nicht, okay, schade. Ich kann auch nur. Ja, ich bin im Auto. Ich denke es ja nicht. Gut. Lass mich mal endlich mal runter. Das ist geil, Alter. Das ist geil, Alter. Was? Natürlich, das muss uns bestätigt im Kopf sein. Nein, nein, nein. Achtung, das ist hier schlecht. Ich brauche einen Perimeter. Alle Einheiten, Verdächtiger ist im Perimeter. Alle Einheiten, Achtung, Verdächtiger wurde nicht geordnet. Streifendienst zunächst fortsetzen. So muss er das auch sein. Hier ist er. Ah, ich weiß nicht, ist das, ich kann das nicht mehr. Das ist dieser ich weiß nicht, so, ist mir jetzt völlig egal, ob ich erster oder zweiter jetzt hier werde, weil diese Rennen sind wirklich generell nicht wirklich einfach. Muss man ganz ausdrücklich drücken. Da ist unser weißer Bock. Sieht hübsch aus, ne? Diese Lackfarbe sieht auch interessant. Okay, wir dürfen durch unsere Porsche durch. Ich weiß nicht, was die Entwickler unter diesem Thema downgraded heißt, aber ist völlig egal. Ja, völlig egal. So, Tempo. Tempo, ja, das hat sich gezielt. Du sollst das Tempo halten. Und das Problem ist, wenn du einmal crashst, verlierst du das Tempo und das ist schwer, wenn man wieder Tempo zu bekommen, was du vorher gemacht hast. So, ich muss mindestens 160 haben, damit ich es runter habe. Natürlich ist 260 ganz schwierig. Jetzt ist 270. Zweiter ist ja schnell. Kann man ja.
Ausweichen stand offenbar unmöglich auf der Planung, ja? So, schnell. Noch Jump bekommen. Jetzt ist das ein bisschen länger, als ich gedacht hatte. Hat man beim ersten Mal das quasi gegen als Zweiter. Ach ja, wir haben auch Reifenreparatur verfügbar. Das ist auch nebenbei auch ein Nebenfakt. Das würde ich auf jeden Fall einsetzen, weil die Cops werden mit Nagelband massiv umherschmeißen, als wäre es wie nichts. So. Ja. Reifenreparatur, da. Wir müssen nicht Motorreifen. Werde ich auf jeden Fall reinbauen. Das ist wichtig. Und ein kurzes Getriebe. Höhere Beschleunigung. Ich weiß nicht. Das Gefühl, ich kann sehen. Nee, lass ich mal. So, wir werden auf jeden Fall ein Rennen fahren. Also den Hinterhalt. Oioioi, das ist gut, ich wollte. Letztes Event, bevor wir die Porsche verlassen, ein anderes Auto nehmen. Das Licht ab. Warum muss jetzt schon wieder ein Kopf sein? Mann, Jungs, ich komme gleich mit euch, keine Sorge. Verstanden, Einsatzleitung genehmigt Code 3, Info an alle Einheiten. Und ich lasse das nicht zerstören. Das darf ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Allein, ich vergesse das, was ich gesagt habe, dass die Feuer. Blablabla, das ist was ich fahre auch schon. Perfekt. Weh, du fährst mich in der Kamera. Oh, ein Kuntouch. Nochmal zu diesem Auto. Ich mag diese Karte. Der Elise mit Diablo und der Karte. Was für Namen bin ich auch wirklich immer komisch. Hat schon bestimmt eins ziemlich viel gefahren. Also, das Dummy weiß auch mal nicht, wo wir hinfahren wollen. Das ist schon ganz gut, ganz ehrlich gesagt. Doch! Ha 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 ha. Ich hab... Diesmal kommt keine... Ich hoffe nur, ich schaffe das jetzt mit der Zeit jetzt. Weil an sich finde ich die Station hübsch. Aber egal, was wir uns jetzt recht zeigen. Nee, du. Aber natürlich. Ja, ja. Wartet. Alle Einheiten auf Einsatzleiter bricht Suche ab. Normalen Dienst fortsetzen. Und... Bam! Shit. Toll. Doch. Ich hab...
Okay. Ich wollte zumindest mal testen, ob das jetzt geht mit dem Auto-Motor ausschalten, weil es ging ja noch. So. The Fugitive. Ich wurde erwischt. Ja, Leute, somit endet auch schon wieder mal der Part wieder mal heute. Oder auch. Nee. Was zum Henker ist da los? Hilfe? Was ist denn da los? Die schweben alle so komisch. Oh, wow. Was ist das denn zum Henker? Okay. Nachdem wir Spiele dieses Mal Strom-Intro gesehen haben, ist das nicht. Wir haben den Verdächtigen. Zugriff, Zugriff. So, was ist denn? Komm, sag. Könnt ihr mir das zur Verdächtigen liefern? Tschüss. Verstanden. Könnt ihr der Verstärkungsfahrzeugfarbe geben? Over. Tschüss, Leute. Wir sehen uns in Power. Nein, nein, warte doch voll auf der Straße. Tja, kennt man mich jedenfalls. Zentrale Code 3 geht weiter, jetzt von Einheit, die Straße hier ist leer. Hat sonst jemand den Verdächtigen? Oh, natürlich! Nee. So einfach, ja. Ging das denn nochmal? Ich kann mich doch erinnern, das ist eigentlich... Oh, der Motor ist aus von alleine. Und erster! Schön, wir haben einen Ram-Chassis verfügbar. Das ist toll. So. Nee, lass wir mal. Gehen wir das Ram versuchen? Verfolgereinheiten auf Code 2 und passende Fahrzeuge suchen. 10-4, können wir per Datenabfrage herausfinden, wo sich der Typ eventuell versteckt hat? Er reduziert Frontkollision erlittenen Schaden. Oder gerade ein bisschen leerer. Ja, ja. So, und unser nächstes Auto ist nicht der Alphonier-4-5-4-C-Konzept und auch nicht der VPT. Nicht der Lancia. Maserati, Mitsubishi, ja. Wird der Lamborghini Countach werden? Naja, ich verschwinde in meinem Dodge, keine Sorge. So. Nachdem wir in letzter Zeit was gemacht haben, so, beendet heute kurz mal der Part. Danke euch vielmals, dass ihr bei mir zugeschaut hattet. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, tschüss Leute.